Hallo meine Lieben, ich habe Post von Sweet Mary Lou bekommen, von der lieben Simone. Da habe ich einiges bestellt und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe auch einen Spezialgast neben mir sitzen. Mein Freund ist da, der hilft mir und gibt mir die Sachen einzeln. Und ja, wir zeigen euch jetzt, was ich bekommen habe. So, als erstes die Goodies. Ich habe hier so eine Box bekommen, die war voll mit Süßigkeiten. Die Süßigkeiten sind jetzt schon weg. Aber ja, einmal so eine Weihnachtsbox. Dann haben wir hier so Glitzersticker, Blümchen. Hier einmal süße Grüße, ein Schoki. Dann einen Anhänger. Der ist auch mega süß mit Glitzer und Planeten hier. Dann war im Paket einmal so eine Kugel mit Schüttelelementen drin für den Baum. Also ich hänge hier an meinem Baum. Dann haben wir hier eine ITC-Karte von der Steffi. Und zwei Weihnachtskarten. Total cool hier. Ja. Dann gab es noch einen Anhänger. Ganz viel Klimbim. Und mit einem Fimo. Hier ist ein Rentier, ehrlich. Süß. Und hier noch so eine Einkaufstasche vom Schorn. Ja, echt viele Goodies. Ich glaube, ich hab's jetzt. Hier ist noch eine Karte, die kennt ihr ja. Die Werbung. Und dann habe ich aufgemacht und habe mich total gefreut. Ich habe einen 10-Euro-Gutschein bekommen. Mindestbestellwert 50 Euro. Okay, den habe ich sowieso immer. Und ja, total cool und voll süß. Da freue ich mich riesig. So, dann geht's schon mit den Stanzen los. Habe ich einmal für Weihnachten von Studio Light. Gibt's verschiedene. Ich habe mir hier das ausgesucht mit den Hirschen und Rehen und Bäumchen, weil ich finde, das kann man alles gebrauchen. Und einem Auto. Dann habe ich von Lawn Fawn die Tiny Gift Box. Das ist diese kleine Box, die kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Das ist dieses kleine Teil hier. Die habe ich ja schon. Da gibt es so tolle Add-ons. Und da habe ich mir einige von mitbestellt. Einmal Chick and Duck Add-on. Sind die Hühnchen. Dann einmal das Cat Add-on mit den Katzen. Dann haben wir einmal hier Unicorn and Horse, also Pferd und Einhorn. Hier haben wir den Hasen, Bunny Add-on heißt es. Und für Weihnachten total toll, diesen Deer Add-on mit dem süßen Rentier. Dann habe ich noch eine kleine Stanze mit einem Rentier von Simply Creative. Das hatten einige bei Kreativbund im Adventskalender. Ich fand den voll toll. Vor allem als Kleinigkeit wo mit drauf. Und ja, total süß. Dann haben wir also Stempel. Und zwar fangen wir mit Lawn Fawn an. Da gab es ja in einem neuen Release das Peace on Earth. Sind die kleinen Bohnen. Ist auch mega süß, den man hier so kleine Gesichter einsetzen kann. Auch mit einem Bart. Total süß. Dann ein Add-on, dass ich mir, ich weiß es gar nicht wieso, aber ich fand diese Küchenmaschine hier total toll. Das ist Baked with Love.
mit so Backelementen. Da kann man auch wieder Gesichter einsetzen. Schon ein älteres Set, meine ich. Dann haben wir hier noch ein Christmas Set, Christmas Fishes. Da haben die Fische lauter Mützen auf. Dann ein kleines Set mit der Schildkröte. Hier Two, das habe ich auch noch nicht. Und die Nuss, die neue Nuss. Big Acorn. Es war auch im neuen Release und ja, fand ich auch total süß. Hier noch ein etwas älteres, den hatte ich auch noch nicht. Der Winterotter mit dem Schal. Wie viel sind es denn noch jetzt? Und ein Aloha, eine Ananas. Das ist auch schon etwas älter. Und auch noch ein etwas älteres Set. Flying By, das hatte ich schon mal und habe ich verkauft. Und jetzt wollte ich es doch wieder haben, wegen dem Sammeleffekt. Und ja. Also ihr wisst ja, die kosten 3,50 bei Simone und diese 11,50. Also normal zahlt man hierfür um die 15 Euro, finde ich schon super Preis. Dann habe ich zwei Sets von Time for Tea. Ist ja auch eine neue, tolle Marke. Da habe ich mir einmal diese Fairies gekauft. Ich weiß nicht, hat das einen Namen oder nicht. Da, Fairy Garden. Und einmal ein mega süßes Set mit den Tierchen. Da gibt es noch eins, das ist mit Einhörnern, aber das konnte sie nicht bestellen. All Accessions Critters heißt es. Dann haben wir noch einen CC-Design-Stempel. Den habe ich letztens schon bestellt. Leider war der da nicht lieferbar. Und zwar ist es der Cutie Bird-Stempel mit den süßen Vögelchen. Hier auch einer mit Brille. Total cool. Ja, das war es jetzt anscheinend mit den Stempeln. Hier kommen wir jetzt zu den anderen Sachen. Einmal habe ich mir einen Kleber bestellt, weil ich den ausprobieren wollte. Das ist der Aline's Original Tacky Glue. Jo, gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Dann die neue Farbe von den Distress Oxides, Rustic Wilderness. Ich habe ja jetzt alle. Mittlerweile sind es schon 63 Stück. Und ja, die neue Farbe natürlich mega in dem Grün. Ich werde die zwar nie alle brauchen, aber sammeln und so. Dann habe ich mir nachgekauft, weil mir der Stift leer geworden ist. Vom vielen Malen mit, ich weiß gar nicht, was ich gemalt habe. Irgendwas Grünes. Ich glaube, Bäume, Christbäume. Auf alle Fälle ist mir der leer geworden und ich bestelle die dann gleich immer nach, dass ich nichts Leeres habe. Aber den leeren behalte ich auch noch, weil irgendwann kann man damit ja noch Kleinigkeiten malen. Da habe ich mir dieses Grün bestellt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Doch, Alpine Green Blend. Ja. Jo. Dann wurden mir zwei Flaschen gestohlen von meinem Freund. Jetzt habe ich mir wieder zwei so kleine Fläschchen mitbestellt. Ich habe ja eigentlich immer diese hier mit diesem Verschluss. Bin jetzt mal gespannt, wie die so sind. Die hatte ich auch schon mal von Sostrene Grene, aber da sind mir die innen verrostet. Also weiß jetzt nicht, ob das welche sind, die nicht rosten oder so. Aber mal gucken. Ja. Ist das schon alles? Und zum Schluss noch fünfmal die Multiglue Drops. Die benutze ich immer, um so kleine Sachen irgendwo festzubappen. Oder einfach, wenn man irgendein kleines Stanzteilchen hat, wie oder ein Stempelteilchen, wie hier so ein Ding, da pappe ich eins drauf und klebe es irgendwo hin. Ja, das war's dann eigentlich schon, mein Haul. Das ist jetzt der November-Dezember-Haul. Im Januar und Februar wird bestimmt wieder was kommen. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!